Hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück bei Pokémon Blattgrün. Im letzten Part haben wir ein wenig die Fahrradstrecke unsicher gemacht, über Videospiele geredet im Allgemeinen. So, ist hier noch irgendwas? Ach, hier ist nur so ein Durchgang. Haben wir gegen den schon gekämpft? Nein, haben wir nicht. Du besitzt ein schickes Fahrrad. Mein Fahrrad ist super schick. Meine Alice-Fahrrad ist super schick, das mag ich. Ich bin ewig nicht mehr Fahrrad gefahren. Dieses haben wir schon wieder ein Thema, was wir reden können, über Fahrradfahren. Ich müsste eigentlich mal wieder. Vielleicht, wenn ich... Ich werde mein Fahrrad auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich ausziehe dann. Und mal schauen, vielleicht bewege ich mich hin und wieder mal auf das Fahrrad, anstatt irgendwie zu laufen oder die S-Bahn zu nehmen. Früher bin ich tatsächlich sehr, sehr viel Fahrrad gefahren. Vor allem auch in Verbindung mit Motocross halt, um zu den Wochenenden das Fahrrad mitgenommen. Dort rumgefahren oder so. Da bin ich früher auch schon... Oder im Garten. Ach, ich mochte Fahrradfahren immer. Nur irgendwann halt. Haben sich die Interessen verschoben? In Richtung von mehr der Stubenhocker zu werden, als rauszugehen und Fahrrad zu fahren. Ich glaube, hier oben war aber keiner mehr. Nein. Ich denke, wir dürften auch bald durch sein. Ja. Wir sind bald durch. Komm her, Typi. Nein. Ist immer ein bisschen scheiße zu steuern hier. Zieh Leine, ich bin erschöpft. Wieso fährt er dann immer noch herum? Nee. Ein Fahrradfahren, ich glaube, heutzutage hätte ich kaum noch die Ausdauer dafür. Aber es hat schon immer Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, wenn ich überlege, ich konnte wirklich schon mit 2 Jahren Fahrrad fahren und Stützräder. Ja, auf der Motocross-Strecke lernt man so einiges. Huch. Das war ein bisschen zu schnell getippt wieder. Wenn ich die ganze Zeit den A-Knopf drücke. Ich freue mich, ob man das hört. Ja, man hört's. Also wirklich durchgehen, die ganze Zeit den Knopf drücken. Irgendwie, das macht man schon so unterbewusst. Und Level 43. Sehr schön, sehr schön. Noch ein Smogon. Komm, wir wechseln mal zu Tauboss. Ja, dann darf das heute auch mit der Story, oder Story in Anführungszeichen, weitergehen. So, noch ein bisschen Aeroas draufknallen. Da dauert... Ah, es ist nicht One-Hit. Aber da dauert die Animation nicht so lange. Nochmal geil Power drauf. Bam. Und tot. Na gut, tot sind ja Pokémon nicht. Sind nur besiegt, nicht tot. So, noch ein Smogon. Der hat echt nur Smogons. Jetzt setze ich kein Power ein. Ah, vielleicht reicht das. Nein, es reicht nicht. Schade. Wie, du bist vergiftet. Ja, danke. Ich hasse Vergiftung mittlerweile. Das ist unser Fluch, der über dem Let's Play hängt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, früher wurde ich nie so oft vergiftet. Wie in diesem Let's Play. Das ist echt. Und ich habe einfach nicht primär drauf geachtet. So. Ich setze immer ein Schlammbad ein. Und es vergiftet. Natürlich. Was denn auch sonst? Wenn ich manchmal so rede, pfeife ich ins Mikrofon. Ich glaube, das hört sich nicht so gut an. Muss ich mal mehr auf meine Aussprache achten? Das müsste ich eigentlich sowieso mal, aber... Naja, egal. Ich denke mal, das kommt schon mit der Zeit. So, wollte ich jetzt noch... Nee, ich glaube, kommen noch Kämpfe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe ein Gegengift. Dürfte ich schon entbehren können. Ich müsste sowieso mal 1, 2 neue kaufen. So, ist hier unten noch irgendjemand? Nein, hier ist die Fahrradstrecke auch zu Ende. So, aber hier ist noch... Ach, da ist noch Trainer. Ich glaube, hier bei dem Ausgang waren wir noch gar nicht. Ist hier irgendjemand? Ja, da steht ein junger Herr herum. Ich suche nach Lamus. Tausche es gegen Schlurp. Nein, tut mir leid. Was ihr mir da... Im Westen liegt Alabastia. Ach, da waren wir schon lange nicht mehr. Was ist da drüben? Schwimmen Leute. Aha. Interessant. Dort schwimmen Leute. So, hier unten haben wir noch 3 Trainer. 3 Vogeltrainer. Die besiegen wir noch schnell und dann geht's auch schon auf in Richtung einer neuen Stadt. So, dann ging es doch recht schnell. Ich hätte mit mehr gehofft. Nicht gehofft, erwartet. Gehofft habe ich nicht, dass so viele sind. So, Flammenwurf. Da waren es auf der östlichen Seite schon ein paar mehr Trainer, die wir zu besiegen hatten.
So, das soll doch gar nicht das Thema sein. Glurak ist immer noch vorne. Egal, ich wechsle jetzt sofort aus. Noch ein Ibitak. Ja, so. Besiegt. Die Vogelfänger. So, wechsel mal schnell zu Tauboga. Oder Taubers, nicht Tauboga. Es hat sich ja schon entwickelt. So. Noch ein kleiner Trainerkampf. Mal schauen, ob ihr, also in diesem oder nächsten Part kommt dann auch schon die nächste Arena. Eine Psycho-Arena. Ich glaube, da wird unser Aquana den größten Teil erledigen müssen. So, und danach geht es, glaube ich, wieder den Team Rocket auf die Schliche. Da freue ich mich schon drauf. Ich musste ja letztens tatsächlich erstmal überlegen, so, was musst du jetzt als nächstes im Spiel machen? Bis es mir dann eingefallen ist. Ich wollte eigentlich schon auf die Zinnoberinsel, da habe ich mir gedacht, so halt, da fehlt ja noch eine Arena dazwischen. Jetzt ist es schon ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Man möge es mir verzeihen. Obwohl ich mich tatsächlich recht gut an Spiele, zumindest die ich halt mag, erinnere. Und ich mich dann immer aufrege, wie ein gewisser Herr bei einem Let's Play. Irgendwie, selbst wenn er zwei Wochen nicht aufgenommen hat und danach immer vollkommen raus ist zum Spiel, wo ich mir denke, so, Alter, ich spiele auch irgendwie drei, vier Spiele nebeneinander und nehme auch nur jede Woche auf. Aber ich werde mir doch wohl die Steuerung und sowas merken können. Es ist nicht so schwer, aber gut, der Mann wird alt. Dazu sage ich nichts mehr. So, und das Gute ist, er wird das nie zu hören bekommen. So, Taubos ist besiegt. Nein! Ja, da kommt gleich ein Ibitak. Sehr schön. Mir wurde ja gesagt, ist Ibitak besser als das Taubos. Aber, Taubos finde ich irgendwie cooler. Ich weiß nicht. Ja, wie klingt der Vogellockruf? Keine Ahnung. Ich habe schon Vogel in meinem Kopf drin. Den brauche ich nicht zu locken. Der kommt hin und wieder mal raus. Ein Dotri. So, Geheimpower. Wow. Was war das für eine Attacke? Die habe ich noch nie gesehen. Ich will das nochmal sehen. Boah, mir fällt gerade echt nicht ein, welche Attacke das ist. Ich kenne die Animation, aber... Boah, mir fällt es nicht ein. Naja, egal. Es braucht auf jeden Fall irgendeine Attacke. Mir fällt gerade echt nicht ein, welche. So, aber... Das waren erstmal alle Trainer auf dieser Route hier. Und wir fliegen jetzt nach Saffronia City. Dort waren wir nämlich noch gar nicht. Und dort wartet die sechste Arena auf uns. So, wir gehen mal schnell ins Pokémon-Center und klappern dann erstmal die Stadt ab. So, Hallöchen. Heilst du bitte meine Pokémon? Vielen Dank. So. Der Zeitpunkt der Entwicklung ist von Pokémon zu Pokémon unterschiedlich. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Ich wünsche die Top 4 Kim und stampften Team Rocket in den Boden. Ja, das kriege ich auch hin, keine Sorge. Die Silph-Score ist sehr bekannt. Deshalb wurde das Team Rocket auf sie aufmerksam. Aha. So, was machst du denn hier? Wenn wir erst Silph-Score unter Kontrolle haben, können wir in der ganzen Welt mit Pokémon handeln. Ja, da werde ich euch, glaube ich, abhalten, meine Lieben. So, ich glaube, der gibt uns jetzt Psychokinese. Oh, das ist ja kein Wort. Du suchst dies hier, oder? Von Team 29. Team 29 ist Psychokinese. Sie finden das bitte. Aha. Kann irgendeiner meiner Pokémon Psychokinese erlernen? wir können mal nachgucken. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Attacke. So. Ich glaube nicht. Nein. Leider, leider nicht. Ich glaube, Arctos kann es auch nicht erlernen. Naja, egal. So, und das Gebäude. Ah, guck mal, jetzt steht der Typ nicht mehr davor. Er ist eingeschlafen. Ah, Helder Nickerchen. Das ist die Silph's Go. Aber da müssen wir jetzt noch nicht rein, sondern erst im nächsten Part, denke ich mal. Ich fühle mich wunderbar, wenn ich böse bin. Ich mich auch. Inhaltlich fühle ich mich auch wunderbar, wenn ich böse bin. Das Fronia gehört dem Team Rocket. Ich kann hier in kein Haus reingehen. Ach, sehr schön.
Der Boss hat versprochen, dass wir diese Stadt einnehmen werden. Naja, warte noch. Was willst du noch? Hau ab. Ja, ist ja gut. So, ach, in die Arena kommen wir auch noch nicht rein. Also müssen wir erst Team Rocket besiegen. Was ist hier? Pokémon Trainer Fanclub. Aha. Oh, pass auf, wo du hintrittst. Ja, ist ja gut, Mensch. So. Topschutz hält schwache Pokémon länger von dir fern als Superschutz. Ja, das weiß ich. Beleber ist zwar teuer, aber besiegte Pokémon werden damit wieder fit. Ja, Beleber ist wirklich sehr wichtig. So, wir gucken erstmal, ob wir irgendwas verkaufen können. An VMs, ja, Doppelteam. Kann weg. Raub. Ach, kann eigentlich auch weg. Frustration kann auch weg. Regentanz kann weg. Entschuldigung. Sonntag kann weg. Ja, und Kugelsaat kann auch weg. Einfach nur ein bisschen mehr Geld zu haben. So, und kaufen. Man kann schon Topschutz kaufen, aber ich glaube, ich verschwende erstmal die restlichen. Und Hyperheiler. Ja, endlich. Davon kaufe ich mir gleich 41 Stück. Weil Hyperheiler heilt alle Statusprobleme, was wirklich sehr, sehr nützlich ist. So, und wir gucken nochmal schnell in den Pokémon-Fanclub, weil das einzige Haus ist, in das wir reingehen können. Hallöchen. Ich denke, dass kämpfende Trainer cool sind. Denkst du genauso? Ja, schon. Rocco ist einfach giga-cool. Auch ein schönes Wort. Daran gibt es keinen Zweifel. Ich möchte auch gerne so ein Kerl sein. Na dann, Stein-Pokémon fangen. Wir alle hier sind Fans von Pokémon-Trainern. Wie sie im Kampf auftreten. Sie sind der Inbegriff von Coolness. Wenn du weiterhin gewinnst, kann es sein, dass wir hier über dich sprechen. Aha, interessant. Ich frage mich, ob ich eines Tages auch ein cooler Trainer sein werde. Na, wenn du dich anstrengst. Na, hier sind nicht mal Leute. Okay, okay. Dann begeben wir uns nicht in die Arena, aber in das Nebengebäude. Was sagst du noch? Geh aus dem Weg oder du musst dir wehtun. Nein, nein, ist alles gut. Was hier hinten? Hinten ist, glaube ich, nichts mehr. Nein. So, dann gehen wir hier in dieses wunderschöne Gebäude, was aussieht wie ein Dojo. Kampfarena, ja. So, dann besiegen wir mal die ganzen 4 oder 5 Trainer, die hier sind. Das Gute ist, Taubos ganz am Anfang von unserem Team kommt uns ja sehr gelegen. Shigeru. Ich frage mich, ob der so heißt wegen Shigeru Miyamoto. Ich denke mal schon. Also besiegt, das dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Huch, mein Tweet, der kann wieder einen wunderschönen Ton von sich gegeben. Der Ton würde tatsächlich auch in Pokémon reinpassen. So, ich habe TweetDeck immer an. Um ja nichts zu verpassen. Beziehungsweise als Tab nicht offen, aber. Ja, ja. Ich bin da echt richtig schlimm. Ich will überhaupt nichts verpassen. Es muss alles am besten 24 Stunden online sein. So, Rasaf, wir machen die echt alle One-Hit hier. So, ich glaube, ich bleibe auch erstmal bei Taubos hier drinne. Wir hätten das nicht Doppelkämpfe sein können. Das wäre doch viel besser gewesen. So, Satoru. Er ist bestimmt Satoru wegen Satoru Iwata. Der leider nicht mehr lebt. Ich freue mich eigentlich. Wer ist jetzt eigentlich neuer Pokémon. Nintendo-Präsident. Ich habe keine Ahnung. Gibt es überhaupt schon jemanden? Ich bin mir nicht sicher, ich denke nicht. Das hätte man schon mitbekommen. So, noch ein Maschok. Oh, das ist nicht One-Hit. Oh. Ich muss jetzt Geoborf ein. So, nochmal Aeroas. Ist eigentlich eine recht gute Attacke für schnelle Angriffe. Besiegt. Und noch die nächsten zwei. Oh, da hinten sind zwei Pokebälle.
Er zertrümmert Steine mit bloßen Händen. Das will ich sehen. Wie heißt der? Edmund. Ach, die haben wieder keine japanischen Namen. Schade. Schade, schade. Hätte eigentlich besser gepasst. Ich glaube, Flügelschlag ist nicht so gut wie Heroas. Ich habe keine Ahnung. Ja, reicht trotzdem. Es reicht trotzdem aus. So, noch der nächste. Stopp, zieh deine Schuhe aus. Nö. Es ist ja in Japan so üblich, dass man eine Schuhe auszieht. Melvin. Ich freue mich schon, wenn ich in Japan bin. Es dauert nur noch 2 Jahre. Und ich hasse Erik und Pan dafür, dass sie nach Japan können in diesem Monat. Ich will mit, können sie mich nicht mitnehmen. Ich werde als Dolmetscher agieren. Bei dem vielen Japanisch, was ich schon kann. Nein, eigentlich nicht. Ja, wieso dürfen die nach Japan? Ich will auch nach Japan. Wieso wurden die von Square Enix eingeladen zur Tokyo Game Show? Aber naja. Ich freue mich ja für die beiden. Und ich hoffe, man bekommt hier und da mal was zu sehen. Das würde mich schon freuen, aber sie sollen ja primär ihren Urlaub genießen. Ich finde es sehr schön, wie Erik im letzten Stream so verheimlichen wollte, dass es Japan ist. Und dann immer so drüber geredet hat und dann so, ja, falls es Japan ist. Da musste ich immer lachen. Nochmal, aber ich werde ja die nächsten 5-6 Jahre mit Japan zu tun haben. Oh, er kämpft schon gegen... Willkommen, ich bin der Karatameister. Das konnte ich hier so schnell lesen, so früh, wie ich getippt habe. Du forderst mich heraus. Also gut, ich kenne keine Gnade. Los. Na ja, mal sehen. Shunichi heißt er. Mit einem Kikli. Und ich nehme noch mit einem Nocturne. Wir setzen mir Fliegen ein. Turmkick. Und es bricht zusammen. Naja, ich nehme mal Fliegen. Ja. Reicht vollkommen aus. So, noch ein Nocturne. So, und nochmal Fliegen. Ich finde, Nocturne sieht so übelst hässlich aus, ey. Und deswegen nehme ich auch immer Kikli. Aber diesmal leider nicht in meinem Team. So. Besiegt. Und Level 44. Sehr schön, sehr schön. Ja, du hast geschlagen. Ich bin deiner Gnade unwürdig. Trotzdem fühle ich dich an, unsere Emblem nicht dazu für zu nehmen. Keine Angst, das nehme ich schon nicht mit. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wählt dir eins von beiden aus. So, was ist hier? Nocturne? Nein, ich möchte nicht Nocturne haben. Ich möchte Kikli haben. Nein, ich möchte Kikli keinen Spitznamen geben. Überall Gegner. Aha, voll die geile Schriftrolle. So, damit haben wir das Dojo auch abgeschlossen. Bringen Kikli noch schnell ins Pokémon Center. Und besiegen dann im nächsten Part Team Rocket im Swift Go. Ich denke mal, wir dürften es noch nicht komplett schaffen, aber zumindest den Anfang. So, nochmal schnell zur Box. Bills PC, Pokémon ablegen. Und, tschüss Kikli. So, das war's schon wieder, Tüdeck. So, willkommen Pokémon Center, wir haben deine Pokémon. Ach ja. So, aber ich denke mal, dann war es das auch für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und im nächsten Part werden wir dann Team Rocket ordentlich den Arsch versuchen hier drinne. Aber bis dahin, Leute, erstmal macht's gut und ciao.